Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oblivion, The Elder Scrolls. Ich begrüße euch ganz herzlich, wir sind hier in der Schenke zum schlechten Omen. Haben erfahren, dass Rufio nicht auf dem Dach wohnt, wie ich es vermutet hatte, sondern hier unten in der Falltür. Da werden wir uns einfach mal reinschleichen. Und werden mal gucken. Hier sind die Privatgemächer, also quasi. Wir werden uns ganz langsam hier durchschleichen und gucken, in welcher der Tür... Na toll, Holztür schwierig. Und die andere ist wahrscheinlich auch verschlossen. Das heißt, wir werden da nicht durchkommen. Oder ist die... Oh nee, die ist sogar offen. Ah, der Rufio schläft. Der Rufio schläft. So, Freundchen. Schleichenfähigkeit verbessert. Achtung. Wie? Ach, der Mann namens Rufio ist tot. Wenn ich das nächste Mal schlafe, wird Lucien Lachance mich noch einmal aufsuchen und meine Aufnahme in der dunklen Bruderschaft vervollständigen. Der ging ja echt ganz leicht zu töten. Warte mal. Das geht so doch nicht. Kann ich dich da nicht noch ein bisschen hochschieben? Schieb hoch. Na gut. Was soll's? Hat auf jeden Fall anscheinend gut geklappt. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Pergament. Nein. Die Truhe. Oh. Rufio hat echt gar nichts dabei. Ist hier was drin? Ah, Apfel, Birne, Käsestück, billiger Wein. Nehmen wir alles mit. Und Pinsel. Nein, sicher nicht. So, Dankeschön. Ich war gerne hier. So, jetzt sollten wir, bevor der nette Herr hier was bemerkt, tschüss, sollten wir dann wieder verschwinden. In welche Richtung ist jetzt die Frage? So, ich muss auf jeden Fall nach Westen gehen. Das nächste Mal schlafen hat er noch ein bisschen Zeit. Oh, die Pelzhandschuhe sind auch schon fertig. Ah, oh, scheiße, warte. Muss ich echt mal gucken, dass ich hier... wie sieht denn das? Ich habe nur noch vier Reparaturhelme. Ist ein bisschen doof. Ja, und mein Stahldolch ist auch schon ziemlich fertig. Oh, Schmiedefähigkeit hat sich auch verbessert. Na, ja, toll, kaputt gegangen, gleich zwei Stück. Na, unschön. So, aber wir können auf jeden Fall die Pelzhandschuhe dann wieder anlegen. Ach, die sind auch schon wieder angelegt, gut. Ich wollte nach Westen, ne? War doch so. Also, das haben wir soweit geschafft. Da müssen wir hier irgendwo in Westen gehen. Ich schalte einfach mal die Quest aktiv. Wo ist denn Kartoffelklau? Karte. Gucken wir mal auf die Karte. Ach, da müssen wir hin. Ich wette, da sitzt ein Troll. So, die Richtung, ne? Ja, genau die Richtung. Gut. Da werden wir uns auf den Wegchen machen. Ja. So, bitteschön. Die Klinge des Leids, die wollen wir natürlich ein bisschen behalten. Die wollen wir natürlich schützen, ne? Haha. Die schützen wir, die Klinge des Leids. Das sollte ja wohl klar sein. So, wie sieht es aber denn hier aus? Also wir sind auf dem Wege, wir müssen im Prinzip genau hinter dem Bauernhof suchen. Gut, dass uns ein Ort angezeigt wird. Wahrscheinlich müssen wir wieder in irgendeine Höhle rennen. Ich wollte ja eigentlich mit der Hauptquest fortfahren. Also, da wir da ja noch gar nichts gemacht haben. Also im Prinzip das Amulett der Könige irgendwo abgeben. Werde ich dann wohl jetzt gerade schnell noch nicht machen, sondern mir noch ein bisschen Zeit lassen. Ich werde jetzt diese Kartoffelquest machen und dann werden wir uns auf die Reise machen. Wir müssen sowieso dann wieder nach Bockbierquell, um in diese andere nach... Was, Koroll? Wo Joffrey ist? Ich glaube, Joffrey ist in Koroll. Wer steht da hinten? Das sieht nicht so wirklich wahnsinnig gut aus. Das sieht nicht so wahnsinnig nett aus auch. So, den Zauber haben wir. Ich glaube, ich sollte schnell mal ein Skelett beschwören. Was ist das für ein... Ein Ogre! Natürlich! Ein Ogre! Gehört er auf jeden Fall zu recht entspannten Gegnern. Ja! Ja! Ja, verpiss dich, ey! Verpiss dich! Verzieh dich, du scheiß Ogre! Ach, du Heiliger! Der springt auch einfach ran. Ich kann ihm überhaupt nicht ausweichen. Gut, ich glaube, es macht sehr schön Spaß hier. Ja, mir gefällt's. Kacke. Ich muss irgendwie flüchten. Ich brauche meine leichte Wundenheilenzauber. Auf jeden.
Und gegen diesen Oger können wir nur anstinken, wenn wir auf Distanz bleiben. Das heißt, entweder mit dem Bogen. Leider haben wir nicht so wahnsinnig viele Pfeile. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich? Müsste ich meiner... Da hat mein Lederbrusthandschuh einfach eiskalt gerade zerkloppt. Das gibt's auch gar nicht. Meine Eisenbeinschienen sind auch fast tot. Alter. Was hat der mir für einen Schaden gemacht? Das ist ja wohl nie wahr. Was hat der mir für einen Schaden gemacht? Heidewitzka. So, ein bisschen aufbessern. Ja, das geht sogar ohne, dass der Hammer kaputt geht. Und die Pelzhandschuhe sind auch schon wieder fast im Eimer. So. Lassen wir erstmal so. Pfeile wollte ich gucken, ne? Wie viele Pfeile waren? Oh, 7 Eisenpfeile und ein Zwergenpfeil. Ist ja der Wahnsinn. Es ist ja der Wahnsinn. So, wo müssen wir hin? Der Oger ist weg, ne? Oh, na, ein Glück. Da hinten trottet er. Da hinten trottet er entlang. Ja, schön. Wie kommen wir jetzt an diese blöden Kartoffeln ran, wenn dieser Oger da patrouilliert? Ist natürlich alles andere als ideal. Das Blöde ist halt echt... Ich meine, das ist ja schon ein bisschen unschön, dass die alle mitleveln, die Gegner. Ja, da patrouilliert er. Wie kommen wir da... Also wahrscheinlich müssen wir den erlegen, weil er die Kürbisse hat. Davon gehe ich aus, da bin ich mir ziemlich sicher. Das kann allerdings eine gute Weile dauern, bis wir den soweit haben. Ich sollte es aber auf jeden Fall mal probieren. Möchte natürlich vorher allerdings einmal speichern. Das sollte ich dann doch tun. Ja, komm. Machen wir einfach mal gechillt hier. Zack. Okay. So. Einfach damit wir auf Nummer sicher sind. Ich wollte eigentlich nicht so gerne zwischendurch wieder hier speichern. Aber ja, das muss dann doch mal sein. Und... Ach, das ist ein Reh. Okay, das ist nur ein Reh. So. Wo ist er denn, der Nette? Da drüben läuft er. Komm, friss! Friss Feuerball! Eieieiei. Ja, der hat gut Leben. Weicht mir auch eiskalt erstmal aus. Okay, was ich also versuchen muss. Ich muss ihn irgendwie erstmal zum Weg locken. Aber ich glaube, er hat schon ein bisschen Leben verloren. Oh, natürlich! Jetzt kommt ja auch noch so ein scheiß Bär an. Weich nicht aus. Ja, toll. Jetzt haben wir auch noch einen Bär hier auf uns gelockt. Wo bin ich eigentlich gerade? Ah, ich laufe Richtung Weg. Richtung Straße. Scheiß Bär. Ich kann doch nicht mit einem Bär und einem Oger gleichzeitig kämpfen. So, du Bär kannst dich eigentlich mal... Na toll, der Bär hat mich fast getötet. Der hat den Oger, den... Oh, das war die falsche Taste. Nein! Ein Wildschwein auch noch. Ach, leckt mich doch alle. Kriegt die mal... Okay. Der Bär ist erstmal ein bisschen schon mal abhanden gekommen. So, Hauptsache wir kriegen den Oger. Die anderen versuche ich irgendwie auf Distanz zu halten. Hallo, gibt's hier eine Patrouille? Irgendwie so eine Wachpatrouille oder so? Wäre ja mal ganz geil. Ah, noch ein neuer Bär hinter uns. Ah, scheiße, verfehlt. Der Bär ist ja lustig, der ist uns die ganze Zeit nebenher gelaufen. Ah, komm! Ja, na du kleiner Oger, komm. Kleiner Oger, der weicht mir immer aus. Diese Bären. Echt. Die Bären sind ja die schlimmsten. Ah, ich bin an dem Dorf. So, guckt mal. Hilfe, ich werde überfallen. Hilft mir mal, bitteschön. Helft mir doch mal, kleine Herrschaften. Das Wertebefinden ist vorzüglich. Ich habe nur gerade ein wenig zu tun. Hallo? Hallo? Ja, bitte helfen. Bitte helft mir. Da sind Bären. Und der Oger, der ist auch... Ich lenke sie ab. Uiuiui. Ja, wir werden sie zusammenschlagen. Ja, los, kloppt auf den Oger ein. Der ist schon bald tot.
Sehr schön. Und der Bär ist auch bald tot. Was ist los? Werdet ihr müde? Los, wir brauchen den Ogre. Ich bin auf eurer oh. Seite. Scheiße. Sorry. Der Ogre ist mir ausgewichen. Das tut mir leid. Kümmert ihr euch um den Bären auch? Ja, dann haben wir den Ogre erstmal wieder erwischt. So, komm her. Ja, den Ogre haben wir. Hahaha. Muss nur noch der Bär. Oh, der Bär ist allerdings noch gut. Gut am Leben. Mehr kannst du nicht, du Scheißbär. Ja, jetzt läufst du, jetzt läufst du. Was? Ah, na bitte. Ja, ist doch souverän gelaufen. Hier haben wir auch die Riesenkartoffeln. Herrlich. Ich bin draußen in der Wildnis auf einen Ogre gestoßen. Dieser scheint Shiras Dieb zu sein, da er Riesenkartoffeln bei sich hatte. Jo, supi. Ogre-Zähne. Krasser Scheiß. Und Zwergenfalte, zwei Stück. Ja, sehr schön. Was haben wir hier auch noch? Ein Zwergenfall und ein Bärenpelz. Sollten wir mal verkaufen, die Bärenpelze. Ja, danke euch recht herzlich. Willkommen, ne? In Pelztor. Danke, danke. Ich danke euch recht herzlich für die Mithilfe. Wiedersehen. Irgendwo hier muss noch der andere Bär rumliegen. So, von der Theorie her. Allerdings nicht in der Kiste, nein. Ach, hier hinten liegt er. Da ist er ja. Auch noch ein Zwergenfall und den Bärenpelz, den schaffe ich leider nicht mehr. Kann man hier irgendwo was verkaufen? Pelztor. Ah, ja. Da kann man noch bestimmt was verkaufen. Ja, sieht doch gut aus. Hallo. Willkommen in Pelztor. Hallo, guten Tag. Ich möchte gerne traden. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Ah, ich glaube, ich kann hier auch wieder nur Tränke verkaufen. Ach, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ja, wo soll ich denn dann verkaufen? Geredet. Klug geredet, ja. Schön klug geredet. Ich will irgendwo meine Bärenpelze verkaufen. Das die gibt ja alles Geld. Naja, egal. Wir haben zumindest das geschafft hier, haben mit dem Ogre, haben den Ogre alleine geschlagen, ohne fremde Mithilfe. Und haben auch die beiden Bären erlegt und irgendwie ist das Wildschwein auch weg. Was denn nun schon wieder? Weiß ich nicht, wo das Wildschwein dann war. Hier kann man nicht rein, schade. Das ist ja schade. Wäre ich gerne reingekommen. So, Magie reicht nicht aus, wir werden jetzt schnell mal nach Faregyl reisen. Und dann gehen wir zur Hauptstadt, verkaufen dort die Bärenfälle und na, das ist doch, das geht doch alles. So. Hallöchen, wo bist du denn? Ah, hier bist du. Ihr habt sie. Ich kann spüren, dass ihr sie habt. Mensch, du spürst ja einiges. Ja, hier sind die Riesenkartoffeln. Ach du meine Güte, wie versprochen, schulde ich euch den Lohn für eure Mühen und Kartoffelbrot, drei Stück. Super, was gibt's denn? Wer die Gebote der Neun achtet und zum Wegschrein von Tiber Septim pilgert, dem wird der Segen der Stärke zuteil. Oh, yeah. Zum Wegschrein von Tiber Septim. Ich wünsche euch gute Reise. Danke, wünsche uns eine gute Reise, das gefällt mir. Wir werden jetzt ganz schnell in die Hauptstadt reisen. Damit wir schnell noch bei dem netten Händler was verkaufen könnten. Marktbezirk, da müssen wir hin. Es geht ja voll, ich bin ja jetzt voll am Questen hier. Scheiße, hoffentlich ist es nicht schon zu spät. Hoffentlich ist es jetzt nicht schon Nacht. Da ist das hier, ne? Der lachende Geldbeutel, oder wie es heißt, ne? Ja, oder zum fruchtbaren Geldbeutel, oder wie auch immer. Bei dir kann ich gut verkaufen. Abermals willkommen. Ja, abermals willkommen, Torunier. In Ordnung. Okay, 58 ist wunderbar. Wir verkaufen nur vom Besten. Gut. Was darf ich euch anbieten? Ich glaube, bei dir müsste ich echt mal irgendwann ein paar Pfeile kaufen. Ah, ich kann den Streitkolben der Erschöpfung bei ihm kaufen, den ich ja schon gekauft hatte. Hat er auch irgendwelche Rüstungssachen? Nee, leider nicht. So, gut, jetzt aber erstmal das Wichtige. Also, was brauchen wir alles? Die Seelensteine, was können wir damit anfangen? Ich habe keine Ahnung. Die Bärenpelze erstmal verkaufen. Und den nächsten auch. Oh, wir haben sogar noch einen einzigen Dietrich. Goldnugget. Ja, behalten wir, wie gesagt, mal. Die nehmen ja alle nicht so viel weg. Also kann man das eigentlich gut mal behalten. Aber die sind wahrscheinlich eher zum Verkaufen da. Wolfsfell, das wollte ich noch verkaufen. Und mehr haben wir da nicht. Wie sieht es mit den Tränken aus? Ausdauer wiederherstellen. Zwei Stück. Daran. Ja. Was war mit... ich habe es leider nicht... ganz verstanden. So, Gift widerstehen, Krankheit widerstehen, Leben entdecken.
Lebensenergie wiederherstellen, das braucht man natürlich. Magika wiederherstellen, haben wir ja auch Tränke. Mühsal. Schaden Lebensenergie. Das, irgendwie konnte man das ja auf Waffen drauftragen. Wie geht das? Das muss ich auch nochmal rausfinden. Werde ich nochmal gucken. Werde ich nochmal nachschauen, dass ich das dann irgendwie hinkriege. Und dann wird das schon ein Drachenbaum. Geil. Da kann man auch was mit anfangen. Ja, da werden wir dann... Kommt wieder und kauft bei mir ein. Ja, gerne. Da werden wir uns Tränke mixen. Lebt so, lebt du auch wohl. Wir kommen auf jeden Fall irgendwann wieder. Wann auch immer. Ach, ich wollte doch meine abermals willkommen. Stiefel verkaufen noch. Das kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Nee. Ich wollte dir was von meinen Waren zeigen. Hier, die Lederstiefel zum Beispiel. Die können zum Beispiel weg. Ja. Für 7 Goldstücke. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ja, ich kann sie nämlich nicht mehr benutzen. So, die Pelzhandschuhe sind auch schon wieder fast im Eimer. Handschellen habe ich auch noch. Jade-Topaz-Ring, hier die tollen Ringe. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Ja, danke dir. Danke dir, Toni. Lebt wohl. Und irgendwann werden wir deine Quest zu Ende machen und werden dich aus der Stadt jagen. Ganz so schnell aber nicht. So, jetzt erstmal wieder nochmal ein Skelett beschwören. Das war ja... Konnte man hier nicht... Gab es hier nicht irgendwo so ein Zaubershop, wo man sich... Ja, hier gab es doch irgend... Da, Discount Spells. Genau, hier müssen wir rein. Die Sparzauber. Ich muss da nochmal gucken, was es hier so an Zaubern gibt. Was? Ja, da ja. Oh, du siehst nicht gut aus. Fasst euch kurz. Oh, ja. Also. Start. Das gefällt ihm sehr, das Nötigen. Das gefällt ihm nicht so. Witzeln geht so und das gefällt ihm überhaupt nicht. Okay. Dann machen das wir ist Witzeln. Ziemlich gut. Dann machen wir Prahlen. Wohl kaum. Bewundern. Weder jetzt einverstanden. Okay. Ich habe und keine Wahl. Nächste Runde. So. Bewundern. Was für ein Unsinn. Bitte nicht. Witzig. Sicher. Und wohl rein. Kaum. Geht doch. So, Scheiße, Witzeln ist nicht so wahnsinnig toll. Machen wir Nötigen. Was immer ihr wünscht. Machen Witzeln. Nicht schlecht. Machen Prahlen. Wohl kaum. Und machen was Wunden. Für ein Unsinn. So geht das. So einfach ist das. So, Witzeln. Das ist ziemlich gut. Ja, wohl das kaum. Ist nicht gut. Erzählt nicht so. Und bitte Nötigen. Nicht. Und nochmal eine Runde. Tut mir leid. Nächste Runde. So, wohl kaum. Läuft. Das ist ziemlich gut. Oh, verdammt, wir müssen versucht das so nicht machen. Einverstanden. Ich habe keine Wahl. Witzeln. Sicher. Nötigen. Einverstanden. Ich habe keine Wahl. Scheiße. Ihr braucht wohl kaum. Das hat's jetzt gerade nicht wirklich das ist gebracht. Ziemlich... Ja. Versucht so? Nicht wohl so. Kaum. Bis 68 haben wir ihn schon mal. Das ist ja wohl herrlich. Kaum. Was für ein Was so. Immer... Und sicher. 74. Wie niedlich. Wunderbar. 74 ist doch gut. Kann ich euch etwas von... Zack... Geht das so? So, brennende Berührung. Ausdauer festigen. Das ist gut. Das kostet auch gar nicht so wahnsinnig viel. Ja? Das kann ich nicht machen. Oh, schade. Menno, will er nicht. Machen wir es so. Ausdauer festigen. Haha, das macht er. So, gebundener Dolch. Keine Ahnung, was er soll. Last lindern. Gefällt mir, aber ich brauche ja irgendwas, was Schlösser knackt. Sternenlicht. Auch geil. Wasseratmung, na gut, brauchen wir, wäre eigentlich ganz cool, aber brauchen wir jetzt erstmal nicht so wichtig. Ausdauerfestigung, 50 Punkte, na gut, das hätte ich mir auch kaufen können. Ein Scum könnt ihr beschwören, das kostet allerdings eine ganze Menge. Schneeball, yay, Schneeball, Eisschaden. Könnte man sich theoretisch mal überlegen. Bestimmt hat irgendwas Eis als, 94, ja komm, echt, das ist ja nix. Handelsgeschick. Auch cool. Das heißt, wir können uns den kaufen, um ihn dann günstiger die Sachen zu kaufen. Brennende Berührung. Feuerschaden, 10 Punkte, gebundener Dolch. Ja, was bringt das? Weiß ich nicht. Magie festigen, das ist ganz nett. Schockschaden. 10 Punkte an Berührung. Schwere Wunde. Lebensenergie entziehen. Auch nicht schlecht. Ja, und Scum beschwören wäre natürlich auch nicht so schlecht, aber... Und noch ein zufriedener Kunde. Ja, also bei dir werde ich ganz bestimmt noch öfter Seht euch vor. Sein.
Jetzt aber erstmal nicht mehr, denn die Folge ist wieder mal vorbei. Die Zeit ist wieder rum. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen heute. War ja einiges passiert in dieser Folge. Mensch, das gibt's ja gar nicht. Habe ich ja sogar einigermaßen was geschafft. Ja, ich hoffe, es geht euch soweit ganz gut so. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wie... Da. Macht's gut. Ciao.